Eddie und ich sind Brüder, aber vollkommen unterschiedlich. Adam ist der sportliche Typ, ein Naturbursche. Freddy geht's gern ruhiger an, fast schon schüchtern. Abenteuer, Action, das ist seine Welt. Ein typischer Stadtmensch, alles cool, alles easy. Adam ist da ganz anders. Wir beide, dasselbe Auto? Bei aller Bruderliebe, undenkbar. Der neue BMW 1er, auch als Sport oder Urbanline. Steak? Sushi? Jetzt bei Ihren BMW-Partnern. Zitter in Bruckneudorf, Bierbaum in Eisenstadt und Kohler Strauß in Oberpullendorf und St. Michael. Stefans Bistro in der Rusterstraße in Eisenstadt ladet ein zum Benefiz-Gala-Abend. Hilfe für Burkina Faso in Afrika. Am Freitag, den 4. November um 19 Uhr. Geboten wird ein exklusives Menü gegen freie Spende, Versteigerungen und ein attraktives Rahmenprogramm. Um Anmeldung wird gebeten bei Familie Fabsitsch persönlich in Stefans Bistro oder telefonisch unter 026 82 733 81. Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Autoteile Bleich in der Industriestraße in Eisenstadt. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Motor TV. Der BMW 1er ist seit seiner erfolgreichen Einführung im Jahr 2004 bereits mehr als 1 Million Mal verkauft worden. Jetzt kommt die zweite Generation mit der neuen fünftürigen Variante. Er ist größer geworden, er ist markanter und kraftvoller, aber trotzdem sparsamer als sein Vorgänger. Das in der Kompaktklasse einzigartige Antriebskonzept, längs eingebauter Reihenmotor vorne, Kraftübertragung auf die Hinterräder, verhilft dem neuen BMW 1er nicht nur zu überlegenen Handlingseigenschaften und zum sportlichsten Fahrzeug in der Klasse, sondern auch zu einem dynamisch, authentisch wirkenden Design. Der neue BMW 1er ist breiter und länger als der Vorgänger, wodurch sich Komfort und das Platzangebot im Innenraum deutlich erhöhen. Auch das Volumen des Kofferraums ist größer geworden. Dieses umfasst jetzt 360 Liter und kann durch einfaches Umklappen der Rückenlehnen auf bis zu 1200 Liter erweitert werden. Der neue BMW 1er bietet innovative Technik und intelligente Fahrerassistenzsysteme, die bisher nur in höheren Automobilklassen verfügbar waren. Mit zwei neuen Ausstattungslinien bietet der neue BMW 1er völlig neue Möglichkeiten zur Individualisierung. Die BMW Sportline umfasst unter anderem Sportsitze mit spezifischen Bezügen und ein Sportlederlenkrad mit roten Kontrastnähten. Konträr dazu bietet die BMW Urbanline mit exklusiv abgestimmten Ausstattungen, zum Beispiel spezifische Stofffledersitze in Weiß. Mit BMW Connected Drive ist man im neuen 1er immer perfekt vernetzt. Es bietet eine Vielzahl von Sicherheits- und Informationsdiensten, die in dieser Klasse bis dato nicht verfügbar waren. Online-Fans bietet Connected Drive den direkten Zugang zu iPhone und iPod, aber auch zu Facebook und Twitter. Angetrieben wird der neue BMW 1er von 116 bis 184 PS starken Diesel- oder Benzinmotoren mit 4 Zylindern und BMW Twin Power Turbo Technologie. Dieses Technologiepaket sorgt für beeindruckende Kraftentfaltung bei vorbildlich niedrigen Verbrauchs- und Emissionswerten. Damit verteidigt der neue 1er die Spitzenposition als effizientestes Fahrzeug in der Kompaktklasse bei gleichzeitig beeindruckender Dynamik und Fahrfreude. Die sparsamste Variante ist der in Vorbereitung befindliche BMW 116D Efficient Dynamics Edition mit einem durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von 3,8 Litern je 100 Kilometer und einem CO2-Wert von 99 Gramm pro Kilometer im EU-Testzyklus. Auf Wunsch wird der neue BMW 1er mit einem komfortablen und sparsamen 8-Gang-Automatikgetriebe ausgestattet. Das Fahrverhalten ist BMW-typisch. Kurven nimmt der neue 1er hochpräzise. Zusätzliches Vergnügen bringt der serienmäßige Fahrerlebnisschalter mit den Einstellungen Eco Pro, Komfort, Sport und Sport Plus. Im Eco Pro Modus wird die Leistungscharakteristik des Motors geändert, das Gaspedal spricht weicher an und die Leistung von Klimaanlage und Sitzheizung wird sanft reduziert. Eine BMW-Verbrauchsstudie hat ergeben, dass man so, je nach Fahrstil und Strecke, bis zu 20% Treibstoff einsparen kann. Der Einstieg in die neue BMW 1er-Reihe ist ab 24.950 Euro möglich.
Jetzt bei Ihren BMW-Partnern. Zitter in Bruckneudorf, Bierbaum in Eisenstadt und Kohler Strauß in Oberpullendorf und St. Michael. Stefans Bistro in der Rusterstraße in Eisenstadt ladet ein zum Benefiz-Gala-Abend. Hilfe für Burkina Faso in Afrika. Am Freitag, den 4. November um 19 Uhr. Geboten wird ein exklusives Menü gegen freie Spende, Versteigerungen und ein attraktives Rahmenprogramm. Um Anmeldung wird gebeten bei Familie Fabsic persönlich in Stefans Bistro oder telefonisch unter 026 82 733 81. Freddy und ich sind Brüder, aber vollkommen unterschiedlich. Adam ist der sportliche Typ, ein Naturbursche. Freddy geht's gern ruhiger an, fast schon schüchtern. Abenteuer, Action, das ist seine Welt. Ein typischer Stadtmensch, alles cool, alles easy. Adam ist da ganz anders. Wir beide, dasselbe Auto? Bei aller Bruderliebe, undenkbar. Der neue BMW 1er, auch als Sport- oder Urbanline. Steak? Sushi? Jetzt bei Ihren BMW-Partnern. Zitter in Bruckneudorf, Bierbaum in Eisenstadt und Kohler Strauß in Oberpullendorf und St. Michael. Wer jetzt seinen neuen BMW direkt vom BMW-Werk in München selber abholen möchte, das geht. Vor Jahr haben mehr als 16.000 Personen aus aller Welt, darunter auch mehr als 100 Leute aus Österreich, ihren neuen BMW selbst abgeholt in der BMW-Welt in München, dem Erlebnis- und Auslieferungszentrum der Marke BMW. Also die BMW-Welt hat sich ja etabliert als, möchte man sagen, eigentlich die touristische Attraktion in Bayern, wenn nicht in Deutschland, mit 2 Millionen Besuchern hier im Jahr, zeigte sich ja, dass einfach das Gebäude, die Architektur an sich einfach schon mal ein großer Reiz ist, überhaupt hierher zu kommen, alleine deshalb hierher zu kommen. Für den Abholer ist natürlich nochmal eine ganze Reihe von Erlebnismomenten, die man so beim Händler in dieser Ausformung einfach nicht erleben kann, sei das jetzt die Werksführung gegenüber, sei das ein Besuch im Museum, sei das jetzt auch eine Führung hier in der BMW-Welt, sei das ein kleines Mittagessen oder ein Abendessen im Restaurant. Also man kann im Grunde genommen als Abholer hier einen ganzen Tag verbringen und als Highlight eben dann diese Fahrzeugauslieferung wahrlich zelebrieren. Für uns sind natürlich die Kunden aus Österreich ein ganz, ganz wichtiges Klientel, weil wir letztendlich die Nähe zu Österreich hier haben in München. Es wird hier ein Rundrum-Erlebnis geboten. Nicht nur eine Fahrzeugübergabe, sodass wir Ihnen technische Produkte erklären, sondern wir bieten Ihnen ein Rundrum-Erlebnis und das bedeutet eben, Sie können vielfältige Dinge machen. Teilweise sind die Kunden bis zu 6,5 Stunden bei uns, das heißt, sie fühlen sich wohl. Fühlen sich wohl bedeutet vom Service, fühlen sich wohl, dass wir auf ihre Fragen eingehen. Sie können vieles am Standort erleben hier in München und zum Schluss fahren Sie raus mit dem Gefühl, dass Sie ein Fahrzeug haben, das Sie schon immer haben wollten und das Sie schon immer kennen. Das erste Mal das eigene neue Auto sehen, sich hineinsetzen und zum ersten Mal starten, ist für viele Autofahrer ein sehr schöner, einmaliger Moment. Eine der 50 Personen, die das heute in der BMW-Welt in München genießen, ist Hans-Peter Brunner aus Hamburg. Also der entscheidende Unterschied zum Händler abzuholen, ist, dass ich hier einmal das wie im Urlaub, das Anreiseerlebnis habe, also aus Hamburg, und dass es einfach was Besonderes ist. Man nimmt sich einen ganzen Tag Zeit oder einen halben Tag Zeit, wie man es möchte. Man bekommt sehr ausführlich erläutert und erklärt und hat sowas wie zum Beispiel nochmal so eine Art Fahrsimulator, dass man ausprobieren kann. Da war ich sehr von beeindruckt. Detaillierte Informationen über die Selbstabholung und weitere Angebote erhalten Sie über Ihren BMW-Partner oder im Internet unter www.bmw-welt.com. Ja, das war's auch schon wieder für heute beim Motor TV. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Sie wissen ja, wie gewohnt, hier im BKF von Freitag bis Montag immer 15 Minuten vor der vollen Stunde. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Diese Sendung widmete Ihnen Autoteile Blech in der Industriestraße in Eisenstadt.